Guten Morgen. Ich habe keine Ahnung, warum die Heizung ausgefallen ist jetzt seit morgen. Oh, es ist so kalt. Sieh mal, es ist so kalt. Ich bleibe jetzt gerade mal unter der Decke. Ich verstehe das jetzt gar nicht. Das Gas ist voll. Jetzt habe ich gerade auf 26 Grad geschaltet, wo ich jetzt aufgewacht bin. Da habe ich gedacht, sag mal, ist das aber arg kalt hier. Also von daher bleibe ich noch ein kurz, bis es wieder warm ist. Geht ja dann eigentlich relativ schnell. Oh je, war das spät gestern. Richtig cool, oder? Ja, jetzt kommt die Sonne raus und ich dachte, ja, ich übertreib's mal und hol mir gleich mal eine Sonnenbrille, wer weiß, wie lange die noch da ist. Bin total happy, ich fahre jetzt nach Bamberg und genau, zu meiner Kundin und die hat mir angeboten, mir Bamberg zu zeigen. Wie geil ist denn das? Also, ich zeige euch bestimmt nachher noch ein bisschen was von Bamberg. Ich möchte einfach noch mal kurz erwähnen, wie schön meine Haut ist. Ich habe die jetzt vorher auch noch mal richtig gereinigt. Ein bisschen sieht man noch so ein bisschen rot hier, aber das beruhigt sich gleich noch mal und ich finde es richtig, richtig schön. Ich bin total happy. Und dann wollte ich auch noch sagen, dass ich doch einen YouTube-Kanal habe und BH Queen. Das sind auch die ganzen Tage und Videos einfach noch mal zusammengefasst. Nur zur Info, falls ihr den Link immer kopieren müsst und rüber, also unter BH Queen findet ihr mich auf YouTube. Also bis später in Bamberg. Oh, hallo! Wo fahren wir denn hin und wo sind wir denn jetzt, Hanna? Wir sind gerade in Windensorg. Das ist ein Dorf vor Bamberg und fahren jetzt durch die schöne kleine Stadt bis hoch zu Michelsberg und dann in die Innenstadt. Voll geil! Ich habe einen Guide in Bamberg. Also vielen Dank, ich freue mich. Und schau mal, was das für eine süße kleine Quietsch-Knutschkugel ist. So schön, mal wieder im richtigen Auto zu fahren. Ich freue mich. Also, nachher zeig mal Bamberg, oder? Ja. Unbedingt. Super. Oh, schön. Ich muss mal gerade rüber. Wow, wir sind hier mitten in Bamberg. Voll schön. Oh, anhalten, anhalten. Ich will unbedingt jetzt raus und was sehen. Voll schön. Voll schön, ehrlich. Wir parken jetzt. Also, los geht's. Voll schön. Guck mal, wo wir hier sind. Voll schön. Vielen, vielen Dank für die Bitte tolle schön. Tour. Wie musst du mir das Bamberg vorstellen? Also hier drüben, wenn man geradeaus durchschaut, da geht der Fluss bis vor zum Rhein. Der Rhein ist die Spitze und alles hier ist komplett eine Halbinsel. Eine Halbinsel? Genau. Okay. Und hinten trifft es wieder. Ach, und hinten trifft sich wieder. Auch voll schön. Tut mir was fast schwindelig. Wenn ich da so reingucke, geht die aus, wenn mein Handy reinfällt. So, also. Was ist Bamberg sei das zweite Rom? Das gibt es da gar nicht, oder? Ich muss hier immer wieder bremsen. Ich sage nur so viel, ich möchte euch echt teilhaben lassen. Also Bamberg bzw. Rom wurde auf 7 Hügeln erbaut. Genauso wie Bamberg. Und zwar war das damals der Kaiser Heinrich und die Kaiserin Kunigunde, die da drüben schön in Orange steht gerade. Hier steht eine Kunigunde. Gucken wir mal. Sieht man sie? Okay, da sieht man sie. Ja. Die wurden nachträglich auch heilig gesprochen von der römisch-katholischen Kirche. Und der Grund, warum wir hier dieses wunderschöne Haus im Fluss haben, das ist nämlich das alte Rathaus. Und damals, die Bürger wollten unbedingt auch ein Rathaus haben wie alle anderen Städte. Der Bischof fand das nicht so witzig und hat gesagt, nein, sie bekommen kein Land, um das zu bauen. Also haben sie die Felseninsel mitten im Fluss genommen und es darauf gebaut, weil das gehört ja niemandem. Und bei der Eröffnung mussten sie dann mit den Booten von Ufer zum Haus fahren. Und dafür wurden sie ausgelacht. Deswegen haben sie nicht nur eine, sondern gleich zwei Brücken gebaut. Einmal da unten die untere Brücke und die obere Brücke, auf der wir gerade auf der wir jetzt gerade stehen. Früher sah das Ganze auch aus wie ein Fachwerkhaus. Und dann gab es einen Regenten, ich weiß nicht mehr wann genau, aber der hat beschlossen, er findet Fachwerk hässlich, alles soll barockisiert werden. Alle, die ihr Haus komplett abgerissen haben und neu aufgebaut haben, also barockisiert haben, hatten 30 Jahre Steuerfreiheit, also Leben lang für die damalige Zeit. Alle, die die Fassade gemacht haben, haben 15 Jahre Steuererlass bekommen. Und deswegen haben wir eine Mischung aus Barock und Fachwerk hier in Bamberg. Deswegen ist hier alles so klein und schnuckelig. Das sieht man auch an dem. Links Fachwerk, vorne Barock. Barock, aber hinten ist aber alles hinten Fachwerk. Ach, dann haben die bis vorne quasi eine Fassade gekriegt. Genau. Mega. Und da gibt es auch wunderschöne Häuser für die ganz reichen Bürger, die haben dann natürlich noch mehr Steuererlass bekommen, wenn sie es natürlich umso toller gemacht haben.
Mohrenhaus. Was war das? Eine Apotheke? Das war früher eine Apotheke. Jetzt wird Kaffee und Tee verkauft. Und es ist egal, in welches alte Haus du reingehst. Es hört nicht auf. Es gibt noch einen Raum und noch einen Raum und noch einen Raum und noch einen Raum. Und dann gibt es noch ein zweites Stockwerk. Und dann geht und überall. Und es kommen immer mehr Räume. Und es reicht sich echt. Ist das wie bei Mary Poppins? Die Tasche ist ein bisschen. Wenn du da reingehst, kommst du nie mehr raus. Ein richtiger Ausstecherladen, dass es sowas noch gibt. Schön. Wenn wir jetzt mehr Zeit hätten. Dann würden wir shoppen gehen, gell? Unbedingt. Gell, hat geheißen, dieses Wirtshaus ist? Das Schlenkerle. Und hier gibt es das Schlenkerle. Ja, ich denke Schlenkerle. 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 Ja, okay. Genau. Und zwar ist Bamberg die Bierstadt schlechthin. Wir haben hier ein ganzes Bierviertel. Okay. Und zwar haben wir die höchste Brauereidichte in ganz Deutschland. Von Quadratmetern her. Ich weiß ja, warum so viele Studenten hier sind. Vielleicht ein bisschen. Genau, und hier gibt es das Rauchbier. Deswegen stehen hier auch alle draußen. Drinnen wird es vermutlich leer sein. Alle stehen hier draußen und trinken Bier. Und zwar immer. Warum draußen? Ich weiß es nicht, warum draußen. Aber alle stehen draußen. Das ist Tradition, wenn man nach Bamberg kommt, dass man ein Schlenkerlerbier draußen trinkt. Cool. Rauchbier. Ja, super. Ja, das stimmt. Da ist wirklich alles voll. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Relativ leer. Normalerweise ist es so voll, dass man hier gar nicht mehr durchkommt. Haben wir richtig Glück. Das ist ein dunkles Bier, gell? Ja, Rauchbier. Super, weiter geht's. Weiter. Und jetzt sind wir ein bisschen außer Atem. Oh ja. So, wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier am Domplatz. Okay. Das ist der Bamberger Dom. Ja. Das ist der einzige Dom in ganz Deutschland mit 4 Türmen. Ah, okay. Und dazu gibt es auch eine Geschichte. Oh, magst du mir die erzählen? Ja. Okay, erzähl mal. Also. Der Bamberger Dom hat spitze und runde Fenster. Normalerweise entscheidet man sich ja für eine Bauweise. Der hat spitze und runde. Und zwar vorne spitze, siehst du die? Hier vorne? Ja. Und hinten runde. Also ich auf der Rückseite vom Dom. Mhm. Ah. Und die laufen immer spitzer zu. Okay. Und zwar waren das zwei Baumeister. Ein alter Baumeister, der schon ganz viel in Bamberg gebaut hat. Und ein junger. Und der Alte war eifersüchtig auf den Jungen. Okay. Und dann hat er mit dem Teufel einen Pakt geschlossen. Stopp! Mach ich ganz kurz den einen Pakt geschlossen. Genau, mit dem Teufel. Dass der, dass seine Seite, also beide haben eine Seite gekriegt vom Dom, und das ist halt dann so harmoniert, haben sie das mit den Fenstern eben, dass sie so überlaufen. Und der alte Baumeister hat die Spitzentürme, also die Spitzenfenster gemacht, und der Junge hat die Runden gemacht. Und letztendlich wollte er, dass der junge Baumeister scheitert, deswegen hat er diesen Pakt geschlossen, dass er halt toll ist. letztendlich war es so, dass zur Fertigstellung am obersten Turm noch gebaut wurde, also in einer der Türme gebaut wurde, und da war er oben drauf. Und dann hat er dort eben den Teufel wieder getroffen, weil er alles geklappt hat, wie er wollte. Und dann hat der Teufel ihn vom Turm runtergeschmissen, am nächsten Morgen war er tot. Und dann war nur noch der Junge da. Ah. Genau, Pakt schiefgelaufen. Aber der Dom steht. Aber der Dom steht. Genau. Dankeschön für die schöne Geschichte. Und in diesem Dom, ja, haben wir noch Zeit? In diesem Dom. Warte, stopp. In diesem Dom ist das nördlichste Papstgrab. Okay. Also wenn du ein Papstgrab suchst, ja, das ist das nördlichste. Und zwar ist hier unten drunter eine Gruft mit lauter Gebeinen von Bischöfen und okay, was weiß ich alles. Und da liegt auch ein Papst mit drunter. Und auch Kaiser Heinrich und Kaiserin Kunigunde liegen auch mit drin. Bist du alles weiß? Ich weiß, dass wir keine Verkehrsführerin hier. Also, das ist ja der Hammer. Schön, total interessant. Danke. Und wo gehen wir jetzt hin? Jetzt laufen wir hier weiter hoch und schauen uns die alte und die neue Residenz an. Ja, das machen wir. Schau mal, hier, jetzt da sehen wir die Runden. Und auf der anderen Seite. Sind sie spitz? Nein, die haben falsch gemacht. Aber sie sind wirklich spitz, kein Witz. Ich war drin, ich hab's gesehen. Da oben, guck mal, da haben sie es richtig gemacht. Lass mal da drüben sehen. Oder sie haben sie mittlerweile ausgetauscht. Aber tatsächlich sind die rund und spitz. Das könnt ihr mir ruhig glauben. Ja, auf jeden Fall. Da kommen wir jetzt bloß nicht hin. Aus dem Mittelalter. Mhm. Die neue Hofhaltung. Aus der Renaissance. Und hier ist der Rosengarten. Da gehen wir auch noch. Da ist der Rosengarten. Schön innen drinnen. Und da hat man einen Blick über Bamberg. Mhm. Das machen wir jetzt. So, jetzt sind wir über den Dächern von Bamberg. Voll schön. Da vorne das Haus. Ja. Sieht man. Wahrscheinlich. Das da. Genau, genau. Das da. Also das mit dem. Ja, mit dem Argalet hier. Ja. Genau. Das ist die alte Frauenklinik. Okay. Da ist Thomas Gottschalk geboren. Ach!
Hat er Gedenktafel? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Da ist Thomas Gottschalk geboren. Prominente habt ihr auch in Bamberg. Ja, das haben sie geschrieben. Das haben sie, ja. Das haben sie auf dem Dach gesessen. Guck hier auf dem Dach, oder? Wahrscheinlich. Ja, hundertprozentig. Schau mal, wie schief das hier auch. Ist. Das kann nur das haben sie gewesen sein. Sehr schön. Netflix hat jetzt auch eine Serie gedreht. The Empress über Sissy. Mhm. Das haben die hier gedreht, aber ganz Bamberg sperrt, also viele Straßen. Ja? Mhm. Wie lange ist das her jetzt erst? Ein Monat oder Monat zwei? Ab. Also es kommt wohl irgendwann nächstes Jahr raus. Schön. Bin ich sehr gespannt. Was ist denn das da oben? Das ist der Michelsberg. Der Michelsberg, der ist vermummt. Schade, der wird restauriert. Es ist ein altes Kloster, also Mönche, keine Nonnen. Jetzt ist ein Altersheim drinnen. Ah. Gehört teilweise mit der Sozialstiftung. Das ist glaube ich das Unternehmen, was hier ist. Und Teile davon werden jetzt auch auf Psychiatrie und Und da oben gibt es ein wunderschönes Restaurant. Dann will ich da oben nicht hin. Ja, das ist in Ordnung, das kann ich verstehen. Okay, wo sind wir jetzt? Das ist hier die alte Hofhaltung, gebaut im Mittelalter. Deswegen die kleinen Fenster. Wir konnten die nämlich nicht so gut Glas machen, also großes Glas machen. Deswegen die ganzen kleinen Fenster. Sieht man egal bei welchem Haus. Kleine Fenster, Mittelalter. Die Räume sind auch wahnsinnig klein und das ist quasi die alte Hofhaltung. Fanden die dann irgendwann in der Renaissance super altmodisch, super schrecklich, absoluter Schrott, wollten sie komplett abreißen. Deswegen haben sie das hier gebaut. Das ist die neue Residenz. Alles natürlich wieder im Barock, wieder diese Mischung aus Mittelalter, Fachwerk und barocke Zeit oder Renaissancezeit. Genau, das gehört alles der Kirche hier, genauso wie der Dom. Also dieser ganze Platz ist alles Kirche. Und genau, der Bauherr von der neuen Residenz hat sich an Versailles orientiert, die meisten Leute. Und er wollte das komplett abreißen. Und hier dann den nächsten Flügel hinbauen. Mhm. Und das erkennt man hier in den Anschlussstangen. Ja! Hat keine Genehmigung bekommen, das abzureißen, wegen Denkmalschutz auch schon damals. Und deswegen ist da jetzt die Straße durch, die dann noch zum Michelsberg führt. War damals schon Bürokratie. Ja. Nein, das ist echt das Zeichen. Jetzt pass auf. Hammer, das ist wie in einer komplett anderen Welt. Genau, hier ist Mittelalter. Hier und ist hier, Mittelalter. Falls jemand den Film Das Sams gesehen hat, ja? Hier ist der Marktplatz, wo der Herr Taschenbier und das Sams sich kennenlernen. Ach, das ist hier. Das war doch ja, ich habe das gesehen, Sams. Das haben wir rauf und runter geschaut, wo meine Kinder noch klein waren. Genau. Ach, schön. Sogar gelesen. Also richtig toll. Und da sieht man jetzt die spitzen Fenster da oben, schau. Genau. So, also, liebe Hanna. Jetzt geht's nach Hause. Jetzt geht's nach Hause. Ich finde unser Auto nicht mehr. Dankeschön für die schöne Stadtführung. Du bist echt der Hammer. Du bist wo geboren? Hier in Bamberg, oder? Ja, genau. Tatsächlich da, wo ich jetzt arbeite. Nee, jetzt echt. Du, ich verlaufe mich schon mit dem Max. Ich werde nie mehr rausfinden hier. Das macht nichts, ich bin doch dabei. Ja, das stimmt. Also vielen herzlichen Dank für die super, super, super Stadtführung. Und ich sagte vorher, wir können alle kommen. Sie machen auch eine Stadtführung. Ich muss sagen, wann. Das machen wir, oder? Also jetzt geht's zurück und dann sind wir heute eine kleine Runde. Ich freue mich mega und freue mich, dass ich bei dir sein darf. Und ja, dann bis später. Bis später, genau. So, jetzt fahren wir doch tatsächlich noch mal aus der Stadt raus und ich finde, die Hanna ist so eine interessante Frau. Jetzt muss ich mal ein Licht hier zeigen. So eine interessante Frau, weil sie hat mir nämlich erzählt, was sie arbeitet. Und weil du multitaskingfähig bist und Auto fahren kannst und mir erzählen kannst und uns erzählen, was du arbeitest, habe ich sie gefragt, ob wir das mal aufnehmen dürfen. So. Ja, das freut mich sehr. Hanna, du machst einen ganz wichtigen Job. Danke. Ich bin Krankenschwester. Seit 2015, da habe ich meine Lehre angefangen mit 16. Und genau 3 Jahre geht die Ausbildung, ganz einfach. Danach war ich auf der Kinderstation 1,5 Jahre lang. Und dann bin ich gewechselt, und zwar in die Psychiatrie. Erst einmal ein bisschen ungewohntes Umfeld und so weiter. Psychiatrie, was erwartet mich? Vor allem durfte ich mir die Station nicht aussuchen. Ich wurde einfach wohin versetzt, um einfach die Sachen zu lernen. Und genau, eigentlich sollte ich dann weitergehen auf eine psychosomatische Station. Aber ich war dann auf der Station B und da hat es mir so gut gefallen, dass ich gleich da geblieben bin. Also die Station B ist eine schützende Station, heißt mit geschlossenen Türen.
dass halt niemand raus und rein kann, um einfach wegen das abzuschotten, auch von dem äußeren Umfeld und so weiter. Genau, Krankheitsbilder, die wir da haben, sind Suchterkrankungen, also Drogensucht, Alkoholmissbrauch, solche Sachen. Und aber auch Schizophrenie, Manie, das sind da diese Krankheitsbilder, die wir haben. Ich habe sie vorher gefragt schon, weil deswegen, wir haben uns darüber schon unterhalten, deswegen weiß ich, sie wollte es unbedingt mit euch teilen. Ihr habt vorher schon gefragt, was ist denn die gefährlichste gerade und die Droge, die dich und euch eben beschäftigt? Also das, was am meisten Aggressivität hervorruft, ist Crystal Meth, nicht zu empfehlen. Nicht zu empfehlen. Keine Drogen sind zu empfehlen. Nein. Jetzt für Kinder mal. Auch nein, witzigerweise THC, Cannabis nicht zu empfehlen. Ehrlich? Macht Psychosen. Aber das wird doch legalisiert bald. Ich weiß. Ich okay. Weiß. Wir wollen uns nicht politisch jetzt äußern, aber. Nee, aber nein, überhaupt nicht. Aber über das Crystal Meth, das interessiert mich noch ein bisschen. Wenn man so jemanden sieht und man sich denkt, okay, der ist komisch oder der kommt mir komisch vor, immer aufs Bauchgefühl hören. Flüchten. Also nicht den Starken hier spielen, gar nicht. Einfach flüchten. Weggehen, Abstand halten. Und wenn man sich wirklich Sorgen macht, dass dem irgendwas passieren könnte oder irgendwas, der Polizei Bescheid sagen. Weil meistens ist es bei Bahnhöfen, da sind meistens Polizisten mit dabei. Okay. Einfach sagen, der ist irgendwie komisch, schau da doch bitte mal hin oder so, wenn man sich das traut. Wenn nicht, einfach weggehen. Du hast vorher auch gesagt, dass die durch die Droge auch eine wahnsinnige Kraft haben. Also eine Kraft, die sie normalerweise nicht unter Drogen eben nicht hätte. Und somit darf man sie sicher auch nicht unterschätzen. Genau. Also bei uns auf Station ist es wichtig, dass wir immer ein waches Auge haben. Siehst du in deinem Spiegel? Alles gut? Ja, alles gut. Alles gut. Also wir müssen immer ein waches Auge haben. Wir haben immer im Hinterkopf, also wir machen gern viel Spaß auf Station, weil Arbeiten ohne Spaß macht keinen Spaß. Und wir haben sehr viel gerne Spaß mit unseren Patienten gemeinsam. Wir müssen immer in der Lage sein, die Situation richtig zu erkennen, zu merken, okay, jetzt ist der Patient gefährlich uns gegenüber oder anderen Menschen oder anderen Patienten gegenüber und dass wir dann auch sofort eingreifen. Also sprich schon mit Medikamenten, um dem entgegenzuwirken, was zu beruhigen zum Beispiel, wenn das Aggressionspotenzial steigt oder dass wir halt dann auch, je nachdem, wenn es einfach zu spät ist, zum Deeskalieren, wenn man das Ganze, bevor es eskaliert, dass wir den Patienten isolieren, auf Seite tun, dass er keine anderen Leute wehtun kann und im Notfall müssen wir ihn eben außer Gefecht setzen, dass man halt sagt, okay, Timeout, jetzt erstmal mal Ruhe, auf Seite, Auszeit, dass der sich wieder beruhigt. Also ich muss sagen, Hannah, du bist ein wahnsinnig interessanter Mensch. Es war alles schön mit dir oder ist immer noch schön mit dir. Selbst im Schneeregen mit dir Auto zu fahren, das macht richtig Spaß. Ich freue mich sehr, dich kennengelernt zu haben. Das ist echt eine Bereicherung. Und ich bin überzeugt davon, dass wir ganz viele Frauen hier erreicht haben, die auch sagen, wow. Also insgesamt möchte ich allen Frauen auf den Weg geben, wenn ihr auf der Straße jemanden seht, der euch ungeheuer ist, du musst auf, ruf jemanden an, dass ihr telefoniert währenddessen und steht aufrecht, gebt euch bewusst, selbstbewusst, weil das schreckt schon ganz, ganz viele Menschen ab. Natürlich sehe ich bei mir auf Arbeit viele Dinge, die andere Menschen vielleicht nicht sehen und deswegen habe ich vielleicht auch so einen verschärften Blick drauf. Aber wenn ihr in so eine Situation kommt, lasst euch nicht einschüchtern und telefoniert mit jemandem und sagt auch, ich bin unwohl, da ist jemand, bitte telefoniert mit mir, wenn irgendwas ist. Ich bin hier und hier. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, man denkt, ja, sowas passiert mir ja nicht, aber sicher ist sicher. Man will sich am Ende keine Vorwürfe machen, wenn noch was ist. Ganz tolles Statement. Vielen, vielen herzlichen Dank und kannst du nochmal wiederholen. War ein super schöner Nachmittag mit dir. Fand ich auch. Schön, dass du da bist, dass du vom Bodensee hergekommen bist.